day day chera ta gon no me ga jui jui cheda jo gon no me ga gati tar bum chera tho me sa ga gati jur che cheri ta me sa bum cheda nga me da che se me di chuk ki bum ga si me di nyam chi bum cheda chi ka dong ga cham me mo tho me bum cheda. Hallo ihr Lieben, heute kocht meine Frau ja was aus ihrer Heimat, den Bizarre, Hühnerfüße. Das wird aber nicht nur in Thailand gegessen, sondern in ganz vielen anderen südostasiatischen Ländern ebenso, zum Beispiel auch in China. Normalerweise kocht man sie nur so in Wasser mit Suppe und macht dann Nudeln dazu als Nudelsuppe. Wir machen heute mal etwas anders. Wir kochen sie, marinieren sie und dann kommen sie in den Backofen zum Grillen, bis die Haut schön braun und knusprig wird. Das wird garantiert lecker. Wir sehen uns. So, jetzt fängt schon an zu köcheln. Jetzt machen wir noch eine Prise Salz dran. Riechen tut's auch schon lecker. Das Wasser mit dem Suppengemüse kommt nachher weg. Das ist nur jetzt zum Kochen, damit ein bisschen Geschmack dran kommt. So, jetzt ab dem Kochen. 50 Minuten weiter köcheln und dann werden sie über Nacht mariniert und morgen gegessen. Deckel drauf, bis gleich. So, hier haben wir schon mal alle Zutaten für die Marinade stehen. Sojasauce, Worcestersoße, Hussingsoße, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Sesamöl und Zuckersirup. Die Dosierung zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich die Marinade anmische. So, ein Teelöffel Paprikapulver, ein Teelöffel Knoblauchgranulat, ein Teelöffel Zwiebelgranulat, ein Teelöffel Sesamöl, drei Esslöffel Sojasauce, ein bisschen Worcestersoße, Esslöffel Hussingsauce, süße chinesische,
und ein Esslöffel Zuckersirup. Und alles gut verrühren. Da kommen dann gleich die Hühnerfüße nach dem Kochen, wenn sie ein bisschen abgekühlt haben, rein. Die werden 24 Stunden im Kühlschrank mariniert. So, die Hühnerfüße haben jetzt 50 Minuten geköchelt und ein bisschen ausgekühlt. Hier haben wir die vorbereitete Marinade. Das kommt jetzt rein. Schütteln, damit die überall hinkommt. So, und dann marinieren wir die jetzt über Nacht im Kühlschrank. Und morgen geht es dann weiter mit der Zubereitung. Dann kommen sie in den Backofen. Jetzt tun wir die marinierten Hähnchenfüße hier aufs Hackblech drauf. Reis haben wir hier schon im Reiskocher gekocht. Brauner Naturreis. Den essen wir dann dazu. So, jetzt kommen die Füße für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Eventuell sind sie auch schon etwas eher fertig. Ihr müsst mal nachgucken, weil ja etwas Zucker an der Marinade ist, dass sie nicht zu schwarz werden. So, nach 20 Minuten sind sie richtig schön kross und braun. Jetzt können wir anrichten. Voilà, gegrillte, gebackene Hähnchenfüße mit Naturreis und Gurkenscheiben dekoriert. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.